Morgenstund hat Goldemund. Asami stand schon früh und gut gelaunt auf. Nachdem sie alle Katzen mit ihrer Geige begeisterte, brach sie wieder auf, um ihre Forschungen fortzusetzen. Erschreckte aber gewaltig, da zuvor gefundene Geheimtüren sich wieder verschlossen hatten. Sie wird sie wohl kennzeichnen müssen. Liesel dagegen stand später auf und ist wirklich ein Morgenmuffel. Gerade als sie sich wach genug fühlte, fiel ihr siebenteils ein, dass sie die Miete für das Haus hier noch bezahlen muss. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, jetzt muss ich erstmal schauen, wo... nein. Also, von vorne. Freddy hat sich gemeldet und hat gesagt, ich muss mich ja erst wirklich bei ihm vorstellen. Jetzt habe ich immer bei der Tür geschaut, ob sie da reinkommen kann, aber wahrscheinlich ist es einfach eine andere Tür. Also schaue ich mal nach einer anderen Tür. Hier haben wir noch eine. Nein. Oh, Mann, jetzt zu viele Türen. Hier ist auch noch eine. Porter, Register. Nein, das ist Emma's. Ist das eine Tür? Nein. Ist das eine Tür? Sieht so aus, aber ist keine. Ja, wie klingel ich denn jetzt bei dem? Ah, Moment, beim Turm selbst hat's ja auch noch eine Tür. Ah. Hopp. Durch die Tür gehen. Nein, das war nicht ganz der Gedanke. Im oberen Stockwerk. Nur Türklingel ändern. Und ich habe noch nicht mal Destiny Cheats enabled oder sowas in der Richtung. Ist der Gute denn zu Hause? Hundi ist da. Ah ja, da ist er. Also, dann können Sie freundschaftlich begrüßen. Jetzt muss ich alles wieder hoch. Ah, hier ist der Raum. Interessant. Der hat doch beim letzten Mal gefehlt. Mensch, hat's hier wertvolle Blumen. Also A muss man hier nicht bleiben. Jetzt ist sie auch bei ihm drin, also hat sie die Genehmigung, da reinzukommen und Hallo zu sagen. Ruth! Ruth! Ey, das ist aber nicht die Art von freundlicher Begrüßung. Wasnerk Zubi! Dolly! Dolly, Dolly! Wiesno! Petrubi! Wafi! Huh? Bist du? Das ist nur gut mit dir. was macht denn unsere gute Liesel? Ja, natürlich rauchen, was sonst? Und warum ist es hier schmutzig? Was ist schmutzig? Das ist schmutzig. sie stromert nackt durchs Haus.
Achso, ja, letzte Folge ja schon. Komm. Zieh dich mal um. Danke, Bericht erstatten. Sami und er plaudern. Weiterhin. Aha, er erzählt. Nemo Bob, du. Steve Azu. Oh. Zufi Quina Sibno. Chagu. Fla Lula. Pika. Eju Wongo. Derfiba. Manda. Ah, Gunadata. Come on. Ma knows a Subi. Das funktioniert ganz ohne mein Zutun. Efla di Borsti. Ya blanc mimsi zianu. Ye thoxaru fringo. Your di jawam tipa. Chor, ya ba. So, das fand ich ja toll. Jetzt ist das Gespräch vorbei. Das ist für mich in Ordnung. Ja, mit ihm befreunden wir uns schon noch. Gut, das hat sie aber definitiv sicher die Genehmigung und wir können mal im oberen Stockwerk schauen, dass wir... Ich rede. Welche hatte sie jetzt noch nicht? Diesen und diese zwei. Los geht's, Asami. Bücher lesen. Du sollst keine Bücher lesen, du sollst einen Bericht abgeben. Ah, so gefällt es mir schon besser. Als mit den nassen Haaren und Klatsch. Und Splitter vor Asanak. Ja, ich weiß. Wenn man denn mehr sehen könnte, hätte sich der eine oder andere nichts dagegen, wenn sie ganz nackt wäre, aber ich hab's ja verpixelt. Gleich dabei bleiben sollen, weil jetzt weiß ich nicht, ob da ich was getan habe. Ja, so typische Geräusche. Ich finde schon mega cool, dass sie zwar Furcht bekommt, aber sie trotzdem traut. Jetzt schau mal hier. War nur eine Abkürzung. Aber immerhin. Ich hab doch was gehört. Nein, das war die Treppe. Ob ich es jetzt nochmal versuchen soll, nachdem etwas passiert ist? Erstmal schauen, nachdem sie jetzt die Genehmigung hat, genau. Soll sie sich mal einen Badeanzug anziehen? Nein, das war nicht ganz, was ich im Sinne hatte. Outfit wechseln. Badekleidung. Und dann hopp's mal hier rein. Ich bin aber gespannt, wie sie läuft. Also das eine Loch hatte etwas. Ob das eine Bedeutung hat, dass hier so viele Fundsachen sind? Oder absuchen sie uns einfach nur gut mit uns gemeint haben.
Ah. Die Abkürzung. Asabi, du springst jetzt mit Telefon ins Wasser. Naja. Ja, es geht schon länger. Asami Ford hat den Grund erreicht. Kann in den Tiefen der Pechschwarzen nichts erkennen. Am Grund des Brunnens befindet sich ein versteckter Tunnel. Natürlich durch den Tunnel schwimmen. Wow. Ah, ja, wir haben eine wichtige Entdeckung gemacht. So kommen wir in die Turmspitze. Und hier können wir die Schlüssel einfügen. Es sind nur 3 Schlüssel nötig? Das verstehe ich nicht. Das hieß doch 4 Schlüssel. Kann man hier was lesen? Nein, das hat nicht Geige spielen, Asami. Sie ist schon wieder auf Entzug und noch nicht mal richtig aus dem Haus. Haha. Do not insert key. Do not insert the last key until after 8 p.m. Fügt den letzten Schlüssel nicht vor 8 Uhr abends ein. Wo ist denn jetzt Liesels Kunde? Da. Und Liesel ist hier. Wieder Bericht erstatten. Einen anderen Weg hier hoch gibt es anscheinend nicht. Es kann natürlich sein, dass der vierte Schlüsselstein erst sichtbar wird, also Schlossstein. Weil die anderen 3 Schlüssel eingelegt sind. Dann gehen wir mal wieder runter. Was ist? Ja, ich weiß, du bist Hackerin, aber löst dich mal vom Computer und erstatte Bericht. Asami Ford hat den Grund erreicht und eine wunderschöne Farben- und Formenpracht entdeckt. Asami Ford blickt sich um. Was war das? Asami Ford ist durch etwas Dickflüssiges geschwommen. Ah, die zweite Inschrift. Traitress no longer resembles this light. Therefore have I hit its source. If you find it, please awaken them to its original intent. Fratres ist nicht, erinnert nicht länger an dieses Licht. Gleicht nicht länger diesem Licht. Deshalb habe ich seine Quelle versteckt. Wenn du sie findest, erwecke sie bitte für ihren ursprünglichen Zweck. Und jetzt Asamis Auftrag. Ashy Burnwell musste ganz schön nach Luft schnappen, als ich erwähnte, dass ich den Begriff Schnäuzelbärtchen verwendet. Ich habe wohl ein bisschen zu viel Energie in diesen Fall gesteckt. Aber Ash Burnwell ist zufrieden und ich um einige Simoleons reicher. Fall abgeschlossen. Puh, so, jetzt kann sie aber wirklich erstmal wieder eine rauchen. Ja, das ist Liesel, wie wohl sie kennen. Was bist du eigentlich? Paparazzi. So, Asami ist natürlich mit längst zurück. Dann sie sich wieder umziehen. Outfit wechseln. Abenteuer.
Abend. Muss ich wieder auf die Suche gehen, weil ich habe nicht mehr im Kopf, wo die nächste versteckte Tür war. Hier. Und hier hat es sicher auch noch eine. Nein? Ah, ein Stockwerk tiefer. Nicht. Ach so, ihre Laune verbessert sich ja nicht automatisch wieder, wenn sie eine geraucht hat. Das müssen wir ändern. So ist gut. Laune wieder gut. Sims braucht keine Zigarette mehr. Sim meine ich. So, jetzt sollte sie in die Bibliothek ein wenig für Asami recherchieren. Die Bibliothek. Nanu? Keine Bibliothek? Nur eine Buchhandlung? Dann geht sie eben zur Polizei. Ab. Haben wir richtig schwindelig werden, zu viel. So viel Labyrinth, wie sie hier gebaut haben. Das ist ja... Oh, Mann. Ich find's lustig. Der Hunde, oder die Hunde, Gnome, verteilen sich auch im entdeckten Bereich. So, sie ist bei der Polizei, soll aber nicht mit ihr anchecken. Aber, das kann natürlich Recherche sein. Das habe ich etwas übersehen. Neuen Sparring-Partner anfordern, das ist ja toll. Top fürs Boxen. Ist sich Thai-Boxen im Spiel? Schreiben Ermittler, Informationsdatenbank hacken. Der unheilverkündende Vollmond beginnt seinen geheimnisvollen Aufstieg in den Nachthimmel. So. In der nächsten Folge sehen wir dann, was Asami hinter dieser Tür entdeckt und wir erfahren vielleicht sogar ein bisschen was, was Liesel über Asamis Fall rausfindet. Also bis morgen, bis übermorgen. Bis bald. Tschüss.